Wolltest du ein bisschen über Weihnachten quatschen? Ist ja jetzt bald wieder soweit. Und, naja. Etwa, also. Der Urlaub war jetzt schon so Richtung Weihnachten extra gewählt, weil ich. Nee, Weihnachten. Ich weiß nicht, was ihr für Menschen seid. Gut, Weihnachtsgeschenke, natürlich. Ich kenne keinen, der was dagegen hat, ne, aber. Weihnachten. Wenn ich schon so scheiß Weihnachtsmusik höre, könnte ich kotzen. So richtig scheiße. Also Weihnachtsmusik, da brauchst du mir nicht mit ankommen. Nein, das ist ja Cobblestone. Das sieht ja hier so ein bisschen so ähnlich aus. Warte. Hier drücke ich jetzt auf Pause bei dem Lied. Das spielen wir gleich wieder ab. Und ich öffne jetzt mal iTunes. Ich wollte eigentlich die Desktop-Aufnahme noch machen mit, sag mal schnell, mit Fraps, das geht ja. Und ich habe es aber vergessen. So, ich weiß nicht, also bin ich der Einzige oder ist iTunes bei euch teilweise auch so ein bisschen verbuggt? So, ich bin jetzt aber drin, Battlefield, so, yeah, jetzt hören wir mal Battlefield 3 Musik. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut. Okay, die Spinne müsste über uns sein. Nein! Idiot da. So. Sieht aber auch, wenn er so klein ist, dann sieht das aber so ähnlich aus, ne? Ah, ich glaube, das ist immer noch ein bisschen laut. Ah, Hilfe. Ist das jetzt überhaupt leiser geworden? So. Naja. Also, wenn ich schon Weihnachtsmusik höre, ne? Das Einzige an Weihnachten, was ich cool finde, ist der Film Eine schöne Bescherung. Auf jeden Fall angucken mit Chevy Chase. Ne? Der Film ist zwar schon etwas älter. Ich würde mal schätzen, so Ende der 90er, Mitte, Ende 90er Jahre. Aber trotzdem ein sehr lustiger Film. Also muss man auf jeden Fall sehen. Für mich gehört das zu Weihnachten. Weißt du, so. Ja, hier Kevin allein zu Hause und Scheiß oder noch schlimmer. Am schlimmsten kommt es natürlich, wenn Sissy läuft, ne? Dann kriege ich echt Geschwüre am Arsch. Also das geht gar nicht. Naja. Gut, das ist jetzt nicht so. Ich meine, an Weihnachten kommen ja auch immer so Filme wie Stirb langsam oder Apokalypse Now, ne? Auch schöne Filme. Obwohl, Stirb langsam kommt andauernd an Weihnachten. Ich finde es eigentlich lustig. Weil es gibt immer wieder Leute, die denken so ähnlich wie ich. Habe ich das Gefühl. Schon zu Ende der Lied? Scheint so. Nee. Wir lassen jetzt hier nicht die ganze Playlist so durchlaufen. Machen jetzt hier mal. Wo haben wir denn hier wieder einen Gambling Windows Movie? Movie Player, den Windows Media Player. Nein, schon wieder leer. Ist ja gar nicht. So. Und dann kommt noch dazu dieses Geschenke kaufen und alle Leute sind total bekloppt. Die Autofahrer, die sind teilweise. Ich weiß nicht, wer es kennt. Also. Die fahren wie so Bekloppte, ne? Schlimmer wie Nico Bellic in GTA 4, ne? Also echt. Das ist echt. Kannst du kotzen bei, ey. Das ist so wahnsinnig. So. Ey, Hund. Komm mal hoch. Ey. Komm mal her. Baumstumpf. Naja. Das ist der nächste Grund. Alle Leute machen sich bekloppt wegen Weihnachten, ne? Die wenigsten kaufen ihre Weihnachtsgeschenke. Scheiße. Hier haben wir ja noch. Ach, ist doch kacke hier. Jetzt müssen wir wieder rüberlaufen. Da habe ich auch großen Bock drauf. Ja, leck mir doch die Nüsse. Ja, das war klar. Creeper, den ignoriere ich jetzt einfach mal. Und dann kommt noch dazu dieses. Ah, dieses Kitschige an Weihnachten. Kannst du mir echt nicht mitkommen, ey. Da werde ich wahnsinnig. Kann ich echt nicht haben, ohne Scheiß. Da werde ich.
werde ich auch hier zum Zombie her. Und dann hier noch so Familie treffen an Weihnachten, so ein Scheiß. Und dann hier alle so dekorieren an Weihnachten und so. Boah, ich glaube, das ist echt so ein Fest so für Frauen, weißt du? Und für Kinder, weißt du? Weißt du? Voll dumm, ey. Ich muss mir das wieder abgewöhnen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Naja. So, wie so ein Pro hier, ne? Wo ich mir gerade vor, ne? Naja. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen fliege ich auch schön in der Sonne an Weihnachten, ja. Habe ich damit gar nichts zu tun. Silvester ist ja in Ordnung. Schön Party machen, naja, weißt du, hier, ne? Auch als Kind habe ich Karneval gesagt? Ich meine natürlich Silvester. Karneval ist auch schön. Karneval ist, ja. Karneval, ne? Kommt aufs Gleiche raus wie bei Silvester, ne? Ja. Sauf. Saufgelage. Naja. So, hier, die Kacke. Wo bin ich denn hier? Was mache ich denn hier? So. Als Kind fand ich natürlich Silvester auch immer richtig cool wegen dem Feuerwerk. Ne? Da war ich immer so. Da war ich immer richtig geil drauf, aufs Feuerwerk. Ach, ich wollte mir ja noch ein neues Texture Pack installieren. Da muss ich nochmal eins suchen. Aha, hier ging so gerade. Ich habe Rollern an. Mittlerweile ist es stockdunkel. Draußen. Kohle wollte ich doch eigentlich mitnehmen. Ich, wo haben wir denn hier? Bodenschätze. Hä? War ich so die ganze Zeit an der Kiste? War, bin ich verpeilt heute? Geht ja mal gar nicht. So. Ja, weißt du, Feuerwerk, ne? Das war immer so mein Highlight damals. Und Karneval, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ne, aber in vielen Städten in neutralen Westfalen, ne, da wird ordentlich Karneval gefeiert und so auch bei uns. Und ja, das ist auf jeden Fall wieder ein guter Grund zum Saufen, ne. So, ich trinke mir nochmal einen Schluck, währenddessen ihr das gar nicht merkt. Wie so ein Behinderter, der seinen Kopf. Mach ich mich jetzt gerade wirklich über Behinderte lustig? Gibt's da wohl nicht, ey, hier. Das musste jetzt aber mal sein, ey, aber ganz ehrlich hier. Ah. Die Erkältung tut mir nicht gut. Das wäre jetzt echt peinlich, wenn das jemand gesehen hätte von draußen, wie ich mir eine knalle. Dann halten die mich echt für total durchgeknallt. Naja. Auf jeden Fall, es ist gerade stockdunkel draußen und es ist gerade hier die Beleuchtung angegangen, die Weihnachtsbeleuchtung draußen hier. Nächster Grund. So, packen wir das mal hier rein. Noch vier oben drauf. Und rein damit. Mein Gott, ich komme hier auch mit den Tasten echt durcheinander. Ich habe fast das Gefühl, das reicht nicht hier. So, auf das nächste Thema, was damit so ein bisschen zu tun hat, komme ich gleich. Weil kann ich auch jetzt drüber reden. Ich meine, Weihnachten ist ja so ein bisschen, ja. Ist ja eigentlich nur noch Geldmacherei, ne? Kommerzielles Fest ist es eigentlich nur noch. Ist eigentlich, ja, dass es schade ist. Geht mir eigentlich am Arsch vorbei, naja. Viele Kinder kennen ja den Weihnachtsmann, ne? Der Weihnachtsmann ist ja eine Erfindung von Coca-Cola. Ist kein Scheiß, ne? Weihnachtsmann, woher soll er denn bitte schön kommen, außer von Coca-Cola? Das ist sogar wirklich so, ne? Es ist nicht ist hier irgendein Misslaber, sondern das ist. Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden. Ist natürlich, ja. Eigentlich, ja, früher als ich noch Kind war, da hat man nicht Weihnachtsmann, sondern Christkind gesagt. Und, ja, das konnte man ja... Ah,
kann man ja noch so ein bisschen nachvollziehen, dass das Kind von Christus, Jesus Christus, naja, aber sonst ist das, ne, der Erfindung hier Weihnachtsmann von Coca-Cola. Naja. So, der Raum nimmt langsam Gestalt an, ne? Muss man so sagen. Und dann kommt man natürlich auch auf die Schiene, dass hier alles, was mit Weihnachten zu tun hat, ist ja eigentlich religiös geprägt. Ne? Und das ist auch der nächste Grund mit Weihnachten, warum ich... Ey, gut, ich habe jetzt keine generelle Abneigung gegen das Fest, aber meinetwegen bräuchte man das nicht, ne? Sag ich das mal so. Ach, schon wieder eine Spinne irgendwo. So, ich nehme mir das jetzt einfach raus. Arsch, so. Und, mit Religion, da habe ich echt ganz wenig von übrig, ne? Ganz wenig. Da kannst du mich auch echt mit jagen. So, ist ja alles ausgebessert. Komm, wir warten noch mal ein bisschen. Dürfte ja jetzt nicht mehr... Ach, nö. Dürfte ja jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Packen wir erstmal den ganzen Rotz rein, ey. Widerlich. Nee, dich brauchen wir. So. Ich überlege gerade, die Rollade runterzuziehen. Die Jalousie. Des Grauens. So, komm. Mal ein bisschen schneller hier. Das kann noch ein bisschen dauern. Machen wir das erstmal hier so. Nein! Ach, was mache ich denn hier? So. Ja, super. So. Ziehen wir das einfach jetzt mal hier so rüber. Zack. Zack. Ja, daraus wird jetzt erstmal nichts mehr. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Steinziegel. Ich finde ja, also das ist meine Meinung zur Religion, ne? Früher haben echt Leute an Sachen geglaubt, die sie sich nicht erklären konnten. Also gedacht, oh, da muss irgendeine größere Macht hinter sitzen. Na, also das ist meine Meinung. Das habe ich mir jetzt so gedacht. Ihr könnt natürlich gerne eine andere Meinung haben und die vertreten. Das ist ja völlig legitim, ne? Deswegen ist auch, es gibt auch keine Meinung, die richtig ist. Oder die besser ist oder die schlechter ist. Das will ich jetzt mal zu klar darstellen. Also, ich denke mir so, dass sie sich früher einiges zusammengesponnen haben. Die Bibel ist über 2000 Jahre alt und wurde sehr häufig übersetzt. Damals nur mündlich weitergegeben. Die Leute konnten nicht schreiben erst und so. Und da kommen natürlich Geschichten zusammen, ne? Und Leute, die sich was, wie gesagt, nicht erklären konnten, ne? Da muss irgendein Gott oder irgendwas Übermächtiges hintersitzen. Also Sachen wie, einer geht durchs Wasser, spaltet das Wasser oder Brotvermehrung oder so ein Zeug. Nein. Niemals. Eigentlich, ich glaube nur an das, was ich sehe und was wissenschaftlich bewiesen ist. Punkt. Schlimm wird's dann. Ich meine, die Kirche, die christliche Kirche lässt einem ja noch so, sagen wir mal, die Wahl offen, ob man da jetzt mitmachen will oder nicht, ne? Aber wenn dann irgend so eine Religion kommt und meint, einen das aufzwingen zu müssen oder so, dann kriege ich einen Anfall, weißt du? Wenn dann irgendwie die Zeugen Jehovas da vor der Tür stehen, ne? Würde ich am liebsten eine reinhauen, ne? So, solche Leute, die kotzen mich dann schon dermaßen an. So, das reicht natürlich nicht. So, machen wir hier nochmal ein paar Steinziegel hier. Sollte dann aber auch locker reichen, auf jeden Fall. Obwohl, ein paar brauchen wir noch. Denn ich habe vor, das Ganze hier auch noch so zu unterteilen. Obwohl, so eine Dreierhöhe. Egal, lassen wir jetzt so. Was ist das denn hier? Da war ich ja wohl
Nee, ist nicht meine Schuld. Ich mache erstmal die Rollladen runter hier, ne?